Ist hier irgendwas Wie besonders? Wie sie sich jetzt zusammensetzt? Einfach mit Klebeband, oder? Jo. Minecraft, Digga. Einfach in die Werkbank packen und fertig ist das Ding. Blair Witch, Digga. Ich denke, du weißt, wo das hingehört. Steck's rein, Ornament. Oh, ein bisschen runter. Parkour. Oh Gott, der nächste Gegner ist Pflanzengegner. Kammere dich um das Kammermonster, dann werden wir es auslöschen, bevor die Kalibus kommen. So, Feuerwaffen raus, das Ding weggebrutzelt. Oh Gott, Alien? Das ergibt keinen Sinn. Grab. Die Kammer soll doch ein riesiges Monster sein. Was ist das für eine Energiebälle? Die machen mich ja fast komplett weg, Alter. Was ist das für ein Damage gerade? Oh, ey, Kevin, du bist runtergefallen, glaube ich, ne? Ja. Alter, halt mich raus. Kann ich jemanden wiederbeleben? Ich bin gerade ein Roboter, ich kann nicht. Füßt du da? Ja. Versuche hier gerade einfach wegzurotzen mit meinen Waffen. Okay, er ist weg. Produktionswaffen. Oh. Halt's auf. Er war schon da. Warte, der schaut so aus wie der Krieger irgendwie, oder? Ah, doch. Die Grabwache. Der kann auch eine legendäre Waffe droppen. Gott, das ist der von der Rückgrat, Alter. Also, einer von denen erhöht die Chance, meinst du? Was? Was ist? Mein Roboter ist weg! Der hat mein Roboter despawned! Mein Roboter ist einfach weg! Ich stehe außerhalb meines Roboters jetzt! Was? Mein Ulti ist gewastet! Alter, das Ding wurde... Der Fixer hat meine Ulti gewastet! Meine Ulti ist einfach weg! Falls sie gedauert werden, ist nicht mal Mini geht, dann müsst ihr einfach nur wegschießen. Oh mein Gott! Hallo, auf die Beine! Danke! Anna, guck dich doch mal um, hier sind überall kleine Gegner, die musst du wegschießen. Alles weg. Ey, wenn ihr mich sieht. Wer macht ja wieder die Fläche schräger, du weh, du Wichser. Wehe. Ich hab überhaupt nicht gesehen. Ohne oh mein Gott, ich hab genau noch einen HP. Warte, ich Kevin, ich heil dich. Ja, ich hab's wieder. Ich bin gleich wieder tot. Ich weiß nicht, wie ich diese Angriffe von ihm aufhöre. Er hat eine gute Methode. Einfach in den Roboter reingehen, dann kann er dich nicht treffen. Warte, auf den Arm schießt, oder? Was zum Teufel? Ich kapier nicht, was hier abgeht. Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Oh nein. Christico Flashback. Das ist nur das erste Gedicht von 100.000. Ja, wir kämpfen gegen Mutter Natur, ja, so ist eher Vater Natur hier, aber. Ich will jetzt nicht sein geschlechtes Jugend. Also, einfach rein mit den Granaten. Dein Sorge da unten. Einfach rein mit den Granaten, fertig. Ja, auf jeden Fall das Auge, das kritischer Damage, macht ganz gut Damage auf jeden Fall. Gott, was ist das denn, Kamehameha, Junge? Kamehameha. Junge, das Ding ist auf jeden Fall der heiße Scheiß in der Disco, Alter. Das sind seine Augen, definitiv. Also, weil ihr müsst die ganze Zeit A spammen, damit ihr nicht runterrutscht, ne, nur mal so mal gesagt. Leute, wir kamen gerade ein Säure-Ding in die Fresse geballert. Und das war mal her. Ja, du musst da aufpassen. Da, ich geh weg. Oh Gott! Was macht jetzt? Jesus! Das Ding hat so viel Dragon Ball Z geguckt, aber die ganze Zeit irgendwelche Laserangriffe. Aber die Frage ist eigentlich, wie kann so ein Gebiet auf einmal erscheinen? Das war ja schon da. Die Frage ist eher, wer hat das Ding großgezogen und wo kommt das her? Wer ist die Mutter davon? Alter, vielleicht ist der noch 3 Jahre alt, der Boss. Die Jungfrau. Oh, ein kleines das Baby. Auf Bas bleibt dich nicht hinaus. Was ist Kevin? Kevin, kriegst du einen kleinen weg? Guck mal, das Dino, Kevin. Was machst du weg, oder? Ja, ich krieg sie weg. Ich wollte dich nämlich nicht wiederbeleben. Einfach ins Auge, Digga. Einfach ins Auge pissen. Einfach mal rein da. Er kombiniert jetzt Attacken. Also das ist die ganze Zeit irgendwie. Mein Spiel ist abgeschmiert. Nein! Ich will noch ein Dead. Oh, mein Spiel ist aus. Mein Spiel ist abgeschmiert im Bosskampf, Alter. Was ist jetzt? Ja, mein Spiel ist abgeschmiert. Mein Spiel ist tot. Was ist jetzt? Mann, das Spiel ist abgestürzt. Ich schieß. Ja, ich weiß, aber trotzdem, warum kann ich mich nicht töten? Weil mein Spiel abgestürzt ist, deswegen kannst du nicht töten. Ah, mitten im Kampf, Digga, auf einmal die Platte Alter. Dreht sich auf einmal mein Spiel. Ende. einfach Bluescreen, Digga. Die zerreißt. So, Leute, nochmal von vorne, ne? Nochmal von vorne, Boys.
Ne? Also ihr könnt jetzt reinschauen hier ins Spiel und so. Okay, Kevin ist drin. Alarmin ist auch drin. Ach Gott, was für eine Pferdefresse, Alter. Und let's go. The floating. Ich glaube, jetzt kommt ein Boss. Ja, ich weiß auch nicht, Alarmin. Ich weiß nicht, Digga. Ich habe irgendwie so ein Déjà-vu. Ich weiß nicht, wenn ich das hier so sehe, Alter, das kommt irgendwie im Kann vor. Jetzt hätten wir das schon mal irgendwie erlebt. Auch. Ich glaube, jetzt kommt so ein Grabwächter-Boss oder ja, so. Ja, ich auch. Aber ich glaube, davor kam noch irgendwie so eine kleine Dinge. Ein ganz aber großer nicht Pflanzen-Boss irgendwie, glaube ja, ich. Ja, dann kommt auch noch so ein anderer Gegner. Ich bin mir aber nicht sicher so wirklich. Das ist ganz merkwürdig, Digga. Ich habe auch irgendwie so Flashbacks, irgendwie, als hätten wir das schon mal vor ein paar Sekunden gemacht oder so. Ich weiß auch nicht. Ganz merkwürdige Geschichte bei mir. Wirklich ganz im Hinterkopf, oder? Jetzt bin ich da. Gern geschehen. Was haben wir hier? Treibstoffverbrauch. Meine Munition ist aber verbraucht gewesen. Es wurde trotzdem verbraucht. Geil. Ja, danke. So Tür. Alles zur Tür schuld. Explosivgeschosse so, für die Minigun? Let's go, Digga. Leck mich, Alter. Oh mein Gott. Er ist schon da, Leute. Jetzt gibt's auf die Fresse, Alter. Ja. Jetzt gibt's richtig auf die Fresse, Junge. Ich hab meinen Roboter geupgradet. Und die Platte schief so, als mit dem Roboter nicht rumkommt. Geil. Junge, der kommt mir bekannt vor. Wieso kommt. Warum bin ich jetzt schon tot, Alter? Was ist das? Leute, ich mach das schon. Digga, ich hab Quackbruchpilotmäßig eine Bauchlandung gemacht und war direkt weg, Junge. Ist vielleicht da jetzt eine Schwachstelle? Hier, bleib hier. Auf dem Gelben-Ding ist dann kritisch. Ja, natürlich ist es auf dem Gelben-Ding kritisch. Kevin, das ist schon immer so gewesen, die ganze Zeit schon. Achtung, Angriff, kommt. Ja. Oh. Leichte Fleischwunde bei mir. Kevin, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei Videospielen ist es meistens so, dass die leuchtenden Stellen beim Gegner so die Schwachstellen sind, ne? Und mein Roboter ist leider weg. So, jetzt hoffe ich, macht er wieder seinen Kamehameha-Strahl. Nein, so kotzt er. Nein, jetzt kotzt er mal. Boah, jetzt ist er weg da. So. Einmal schnell eine Runde pennen. Digga, meine Granaten laden sich die ganze Zeit auf. Ich spam gerade meine ganze Zeit meine Granaten durch. So, aber rein damit. Rein damit. Komm rein. Oh. Hier ist ein Bunker, hier ist ein Loch bei mir. Ich komme hier nicht raus, oder? Das kommt top. Geht der Scheiß schon wieder los? Ich sehe den wieder nur hoch. Oh nein, ich bin im Loch drin. Oh, das macht Damage. Hui! Lass den Gegner zu töten wieder näher. Eieieiei. Quatschikotz. Der kotzt aber wie ein Student, ne? Ganz ehrlich, Alter. Ganze Zeit nur am Reihen, der Typ. Ey, wenn das Spiel jetzt wieder zu der Zeit abschließt, hab ich keinen Bock mehr. Ja, ganz kritisch sehe ich das jetzt nicht, aber es wäre schon blöd, aber so. Ich meinte so an der gleichen Stelle, wenn das Spiel irgendwie jetzt kaputt gegangen ist. Ey, habt ihr auch gerade Musik gehabt, so? Habt ihr gerade richtig gute Musik, so richtig epische Musik gehabt? Ja. Aber irgendwie ist die jetzt wieder weg, so. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Die war da, dann ist sie wieder weg. Voll aufs Pressbrett. Jo, hier kommen irgendwelche Gegner, die ganze Zeit Munition droppen, das geht nicht mehr. Komm, let's go. Ey, der Wichser macht die Platte gleich wieder schräg, Alter. Ich hab grad meine Ulti gerufen. So, letzte Phase von ihm. Ja, aber dann kommen noch drei Phasen. Na, nee, so einer ist er nicht, Digga, glaub mir. Er ist nicht so einer. Oh, und wie viel Damage ich einfach mache jetzt? Oh, das ist der Explosionsschaden, ne? Einfach eine Gatling-Gun mit Raketenwerfer. Das ist halt einfach schon ziemlich geil. Leider ist er jetzt wieder das weg. Das ist eine zweite Gatling-Gun geworden. Ja, ich habe jetzt immer noch zwei Gatling-Guns. Die eine Gatling-Gun macht jetzt explosiv Schaden. Ernsthaft? Du schießt Raketen, ja. Okay. Ich dachte mir, why not, oder? Und dieses Perk habe ich tatsächlich schon länger gehabt. Ich hab's nur nie verwendet. Oh Gott, rein in den Strahl. Oh, Jesus! Ja, sofort die Gegner an der Tür. Ja, ihr habt schon weggemacht.
Der buckelt mich quasi Moos, ist mir noch nicht aufgefallen bei ihm. Deine Waffe mit der komischen roten Kugel. Shoot me, Alter. Ja, ja komm, den krieg ich jetzt easy weg. So, jetzt aber tschüss. Das ist doch ein paar technische Spielereien ausgetüftelt, mit denen wir das Kammermonster neutralisieren können sollten, so dass es gut für die Kammer. Ich sehe nichts mehr. Oh, Drop. Oh, zwei legendäre. Nice. Nicht eine. Ich hab nicht eine bekommen. Da. Und? Oh, die Bitch habe ich. Bist du auch eine? Du schaffst das. Versuchen wir es mal. Und Blackpool. Ein Schild. Wie schon gesagt, neue technische Spielereien. Oh mein Gott. Bei mir liegt hier nur Schrott, Alter. Bei mir kommen nur grüne und blaue Sachen raus. Alter. Es funktioniert. Hoffe ich. Das einzige Lieder war bei mir im Kopf. Ist alles in Ordnung, Tennis? Nur noch ein kleines bisschen. Oh, hervorragend, es hat funktioniert. Habe ich Lilith ja gesagt. Sir Hammerlock hat mir mal gesagt, dass man beim Jagen einer Bestie ihr am besten die Nahrung entzieht. Hungernde Kreaturen machen Fehler. Jetzt wird Tyrene Calypso keine Kraft mehr aus dem Kammermonster ziehen können. Was zum Geier? Hast du gerade echt das Kammermonster umgenietet? Jetzt war alles umsonst. Oh, ich hab so einen Hunger. Ah. Dann muss ich wohl ein paar Tinks leer schlürfen. Schmecken wie Knabberkrabben. Nur lauter. Ihr Typen seid der letzte Dreck. Wisst ihr das? Absolut unfair. Jetzt sind wir wohl alleine. Du kannst tiefer in die Kammer gehen, um deine Beute einzusammeln. Ich sehe mir derweil die iridianischen Technologien an. Ja, hier, genau deswegen bin ich hier. Natürlich, ich hab dein Schild gefunden. Warum? Ah, warte, was ist das da jetzt? Ah, das stimmt. Ah, oh, das Portal, stimmt. Oh, geil. Rein da in die Olga. Benutzt. Riecht da jetzt keine Gold. Ernsthaft? Okay. Du bist echt hinterputtig. Ich dachte, wir gehen einfach rein und springen durch oder sowas. Mein Monster geht einfach durch. Ich hab fast 50 Sekunden damit verbracht. Weil irgendjemand da mal wieder reingestellt. Oh. Sexy. Ich wette, jetzt sexy, kann man das sexy identifizieren, glaube ich. Die anderen Schriften, oder? Diese Enagramme, die wir mal gefunden haben, ja, kann sein. Die Kammer ist tatsächlich mit der von dir geöffneten Promethea-Kammer verbunden. Ah, den Artefakten-Slot. Und mit Pandora. Da ist auch noch ein viertes Kammer-Symbol, das ich nicht kenne. Hat Tyrene Calypso etwa die Wahrheit über die große Kammer gesagt? Beunruhigend. Na los, wir kehren zusammen zur Sanctuary zurück. Ich muss Lilith davon erzählen. Alles grün, Digga. Alles grün und so viele Pistolen bei mir, ne? Ich krieg das kotzen, Alter. Ich kann die Pistolen langsam echt nicht mehr sehen. Ich kann überhaupt... Ich hab seit Digga, der letzten Kammer... An jeden Finger eine Pistole ranmachen, Jungs. So viele Pistolen habe ich gerade gekriegt. Anstatt warte, das natürlich. Ringfinger, da Digga, nehme ich aber nur noch Pistolen. Aber gibst du mir dann wieder zurück das Schild, bitte? Ich hab was für dich, aber gibst du mir wieder zurück. Da. Ja, dankeschön, Underman. Danke. Das ist ein perfektes Schild für dich. Schau. Zum Bitch wahrscheinlich. Schau mal mit dem Beschreibung. Schluss mit Schlucken, jetzt ist Blasen angesagt. Ja, das kenne ich, das Schild, das kenne ich. Das Schild kenne ich tatsächlich. Hatten wir das nicht schon mal gehabt? Irgendwie kommt das Schild komplett bekannt, das hatten wir schon mal. Echt? Ja. Total unnötig. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Sehe ich ganz genauso. Für mich schon, ich hab ein bisschen XP bekommen. Aber ansonsten habe ich so viel gar nichts gekriegt, so. Der ganze Dude war einfach wack, den Komm mal, Jäger, wir sollten etwas besprechen. Facebook aus dem Nichts! Ich wusste es. Das war so offensichtlich, ne? Ah, warte, was ist das denn? Jetzt dein! Tu es! Tennis! Und weg ist sie! Oh Mann! Als ihr das Monster umgenietet habt, dachte ich, verdammt! Aber wir haben Größeres im Visier. Lilith, die Kalypsos haben Tennis entführt. Nein, verdammt! Kammerjäger, ich brauche dich sofort auf der Sanctuary. Können Sie nicht einfach jeden irgendwo hin facelocken? Ich facelocke dich jetzt einfach hier weg und mitten ins All? So nach dem Motto? Verstehe ich auch nicht, warum die... So, ich nehme dich jetzt weg von hier und teleportiere dich irgendwo mitten ins All, damit du da erstickst und drauf gehst, so. Das ist doch super easy, oder nicht? Warum machen die das nicht? Einfach weg, 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 fertig. Nimmst das Raumschiff, teleportierst es irgendwie mitten im Planetenkern, weg.
Einfach weg, Digga. Einfach weg damit, Digga. Weißt du, also einfach weg. Das wäre gut. Einfach Menschen teleportieren ist noch einfacher, aber wir müssen Menschen teleportieren einfach irgendwo nach oben, fällt da runter und stirbt so, weißt du? Easy. Hörst du noch an? Könntest du kurz jetzt warten, bitte? Bitch! Nur ganz kurz. Ich muss meine Crap-Waffen holen, die ich hier bekommen habe. Oh, ich habe einen Skin gehabt. Worauf sollen wir jetzt warten, Underman? Waffenschlampe zu verkaufen! Underman, hallo? Underman. Ja, ist wahrscheinlich weggegangen. Könnt ihr kurz warten? Ja, es geht weg, Digga. Brauch unbedingt mehr Artefakte. Es gibt irgendwelche Artefakte, mit denen man wirklich mehr Geld bekommen kann. Du bekommst irgendwie so 50% mehr Geld und sowas. Das hätte ich gern. Ich glaube, beim Meridium habe ich mal ein Artefakt bekommen, wo ich das zum Spaß einmal gemacht habe. Das habe ich dieses Unverwundbarkeitsartefakt. Also ich 3% auf Unverwundbarkeit, 3% Chance auf Unverwundbarkeit habe. Okay. Wenn die Gesundheit unter 50 fällt. Pack ich mal rein. Ich glaube, obwohl die Region nicht hat, allerdings. Da kann ich nicht mit dem Meridium mal spielen. Das ist mein Scheißegal, ich werde meinen Iridium nicht verwenden. Ich werde das einfach speifen, mir jeden Skin holen, den es gibt. Einfach nur, damit ich es halt haben kann. Aber ich habe erstmal einen Kopf bekommen, ich hab bekommen, alles den ich bekommen habe. Liken, folgen. Oh, sag jetzt nicht, der Kopf ist wieder von einem anderen Charakter. Der Kopf ist wieder von einem anderen Charakter. Ich raste aus, Alter. Da kommen die ganze Zeit irgendwelche Köpfe für irgendwelche anderen Charaktere. So, klares Plastik. Oh, ist das geil. Wie so der alte Gamer, wo du so durchgucken konntest. Mega nice. So. Skin würde ich gerne ändern. Genau, Farbe. Das denn gegessen? Egal. Einmal was gezogen, du musst bekommen beim Meridium. Was mach ich denn wieder? Irgendwo krieg ich's. So, von mir aus können wir da, Mann. Jo. Übergehender Übergehend. Lästend. Ja, komm. I'm a spooky, spooky skeleton. Genau, jetzt weiß ich, was ich kaufen wollte. Ich wollte mir diesen Totenschädelkopf kaufen. Ah, verdammt. Ich hätte es wissen müssen, damit rechnen müssen. Das ist genau das, was ich befürchtet hatte. Red nicht über Tennis, als wäre sie schon tot. Wir haben noch Zeit. Wir fangen an Übertragung. Noch, der Scheiß schon wieder. Wir haben eure Wissenschaftlerin. Wenn ihr sie leben, wiedersehen wollt, muss ich euch enttäuschen. Ja, weil du Ärsche frisst. Skag-Ärsche. Wir sind's. Habt ihr's erraten? Coole Masken, oder? Vorbestellerbonus. Die Spendenaktion. Spoiler-Alarm! Wir stehen irre kurz davor, die große Kammer zu öffnen. Wir haben den Schlüssel und er ist riesig. Es ist ein Haufen Iridium nötig, um ihn aufzuladen. Dafür sammeln wir Spenden. Und weil unsere Anhänger immer ausrasten, wenn wir einen von euch opfern, haben wir abgeschickt. Ist es zu fassen? Schräge Wissenschaftlerin stand ganz oben auf der Mordwunschliste. Knapp vor nerviger Roboter, aber nur ganz knapp. Apropos Mord, Karnivore ist hungrig. Gleich beginnt die Show. Das wird mörderisch gut. Fuck. Der Trip, Alter. Wenn wir nichts unternehmen, werden wir sie umbringen. Tens hat alles riskiert, um Taryn von diesem Kammermonster fernzuhalten. Sie hat mehr verdient, als zur Unterhaltung von zwei Psychopathen zu sterben. Wir gehen zurück nach Pandora. Kammerjäger, rette sie. Weißt du, weil die Masken, die sie aufs hatten, waren wirklich Vorbestellerbonis, ne? Nur so nebenbei gesagt. Ich hab ihn zu einem alten Außenposten der Crimson Raiders in Devil's Razor geschickt, um die KDK zu beobachten. Er weiß bestimmt, was da abgeht. Du schaffst das, Kammerjäger. Du Tier, du. Geh und rette die Wissenschaftslady. War Alex, ja. Hier spricht Gottkind! Das wird glitzerfeierig, ich irgendwie richtig. Ich fand das auch so gut, Alter. Ganz knapp über nervige Roboter. Verdammt! So mit der Krone. Hat jemand die Mission gewechselt oder so? Wird nichts mehr angezeigt. Nee, eigentlich nicht. Nee, kehre zu einem Ödezug von auf Pandora zurück. Ist die richtige Mission. Alter, aber geht schon. Oh mein Gott, ein Öde?
Naja, muss ich jetzt nach Pandora. Die Einöde. Oh. Ja, teleportieren wir uns einfach zur Einöde, ne? Ja, teleportieren wir uns einfach zur Einöde. Geht ihr raus aus dem Menü? Ich teleportiere. Na, ich mach schon. Nein, ich bin schon längst drauf, Anna-Man. Ich mach raus aus dem Menü. So passt. Anna-Man, ich bin schon längst drauf gewesen. Du hast. Ich glaube, ich kriege darüber ein paar Radiosender rein. Kevin! Ich glaube, das ist ein Kleptriff, was geändert. Ja. Hast du toll gemacht, Kevin. Ja, ich weiß jetzt, wie du jetzt sitzt da mit einem Scheiß. Was auch immer, Ding da am Kopf, im Bügel, sitzt er jetzt im Kopf da, anstatt mit seinem Aluhut, Kevin. Die Bösen können jetzt seine Gedanken lesen, Junge. Mann, Alter. Was glaubst du, was die jetzt für eine Macht haben, Alter, weil sie einfach seine Gedanken kennen? Das ist unsere Geheimwaffe und jetzt, oh, Kevin. Du willst wirklich von Kletchup die Gedanken wissen, ne? Digga, das wäre der abgefuckteste Shit, den ich jemals in meinem Leben sehen würde, aber ich glaube, das wäre es wert. Ehrlich. Das würde ich auch machen. Ach, Kleptriff ist toll. Kommt jetzt Pandora nochmal als Intro. Hier waren wir doch schon vor Ewigkeiten. Oder hat sich was geändert? Ja. Wir haben auf jeden Fall ein anderes Auto unterwegs. Und die Dinger leuchten. Ja, okay, ich das glaub, war weird, Alter. Also das Intro war jetzt gerade irgendwie richtig weird vom Planeten, Alter. Das gerade, Alter. Oh. Ich hätte euch vielleicht einen von euch mitnehmen können. Hallo? Ich lebe noch, vorläufig. Offenbar sind Iridiana-Professorinnen so begehrt wie Kammerschlüssel. Oh, Galgenhumor beiseite. Ich würde es begrüßen, gerettet zu werden, bevor sie mich zur allgemeinen Belustigung foltern und töten. Ich habe zwar noch einige Asse im Ärmel, aber damit erreiche ich wohl nur, dass ich auf eine andere Art sterbe. Klingt unterhaltsam. Oh Gott, Kevin! Warte, wo muss ich noch lang? Ich hab nicht mal hingekommen. Schlafe ich über meiner Scheißkarre, Alter. Die Folge kämmen. Ah. What the fuck? Das Fliegerautos verwacht. Wir steigen uns gegenseitig, Digga. Also ein Auto fliegt aufs andere. Hier, Anna-Man, ich booste dich! Danke! Die Welt schlägt sich einfach absolut. Hier ist doch nicht ein Motorrad, Alter. Ich glaube, da bin ich noch schneller unterwegs als mit dem Ding. KDK scheinen auf Pandora fleißig gewesen zu sein. Nach Devil's Razor geht's da lang. Aber du musst dir den Weg freikämpfen. Jetzt war's schon? Was hat das jetzt mit Freikämpfen zu tun, Digga? Einmal kurz aufbomben und rein, oder? Oh, wir müssen die ganzen Gegner hier noch umbringen. Ach, meine Fresse, dann machen wir's fix. Die sind Level 24. Als ob die Level 24 sind. Was ist das denn? Katzi war zwar unnötig, aber ich hätte sie doch schon irgendwie gerne gehört, so ein bisschen, damit ich ein bisschen was mitkriege, so. Ich hab nicht weiter gedrückt. Was ist das denn gerade, Anna-Man? Können wir dann eine kurze Pause machen, dass ich ein bisschen pennen kann? Nein. Halt dich fest, Anna-Man. Warum willst du pennen, oder was, heute arbeiten? Nein, also. Doch, war ich. Warst du nicht. Ich war, heute ist bei uns kein Feiertag. Was du nicht. Ach, hör auf zu heulen, Anna-Man. Hör auf zu heulen. Ich bin erwachsen. Hey, du bist zurück. Wie schön. Beim letzten Mal habe ich deinen Feierhof zerpflückt und wie einen totgefahrenen Skag liegen lassen. Oh, die Kinder sind mit 33 hier. Eine tolle Zeit. Oh, und dann habe ich eure Sirenenfreundin kalt gemacht. Sie mit dem blauen Haar. Ich geb dich zu Rolands Grab. Roland, nicht Roland, Alter. Der Rasen-Roland, Junge. Und jetzt haben wir eure Nerd-Tussi entführt. Ihr müsst zugeben, wir sind echt gut darin, euch auszunehmen. Ja, eure Crimson-Diebesgilde liegt in Schutt und Asche und Innereien. Bald werden wir Götter sein. Und tschüss. Startet diesen Kacke-Farmer. Oh, Mann. Ich frage mich, wie viele E-Mails ich jetzt schon von Maliwan bekommen habe, Alter. Ich gucke irgendwie nie nach diesen E-Mails nach. Ich ignoriere es einfach immer. Wahrscheinlich schon so viele E-Mails von dem bekommen. Oh, der gute alte Roland. Roland, Digga, der heißt nicht Roland, Mann.
Fucking Roland Kaiser oder was? Ja. Vorsicht, Badass! Oh, ist Badass. Sind das du, Widerling? Langweilig. Super, Bitch. Oh Gott, ich schieße die ganze Zeit auf alle Menschen sein Haustier, weil ich denke, das ist so ein Mistvieh hier. So. Ich mach mal eine andere Waffe, da kann ich ein bisschen mehr Munition für. Arthur's Krieg. So. Ja, auf die Dinger brauchen wir, glaube ich, nicht schießen. Ich habe noch so eine Frage, warum rennen wir eigentlich zu Fuß da jetzt hin? So. Keine Ahnung. Ja. Warum nicht? Oh, hier ist nicht. Ich meine ja nur, das sind irgendwie gefühlt 3 Kilometer. Wir jetzt einfach unten durchsprinten. Ja. Ja, das ist wie eine Laserdisco, wie ich den Ding auf den Kopf schieße, wo die Kugeln abfallen, Junge. Ich bin mit der falschen so angelegt. Die Mucke ist geil. Die schöne Dubstep, Junge. Catch a ride. Let's go. Catch-Ride-Vehicles sind einfach Ehre, Digga, besonders das Motorrad. Warum steige ich jetzt aus? So. Hab ich denn wieder irgendwelche Waffen aufgesammelt? Nö, okay, gut. Oh, 3 Missionen. Willkommen bei meinem neuen Clan, der Brustbefreiungsallianz. Nur Spaß. Es leben die Crimson Raiders. Kennst du mich noch, Vaughn? Wie könnte ich dich vergessen? Diese Unterhosen haben sich mir in die Netzhaut eingebrannt. Ich bin echt froh, dass du hier bist. Diesen Ort zu verteidigen ist die Hölle. Ich geh jetzt pennen dann. Der mit seinen irren Kräften unsere Geschütze geschnappt hat. Ja, dann machen wir weiter. Die hab ich geliebt. Oh, stimmt. Okay. Okay, Lilith hat gesagt, du wärst hier, um Tennis zu retten. Wenn Carnivora sie hat, musst du dich beeilen. Wer zur Hölle ist Carnivora? Was? Nicht wer. Carnivora ist ein Festival, das von 2 Mordstreamern organisiert wird. Pain und Terror. Du findest es in den Splinterlands, Bro. Carnivora ist der beliebteste Fanstream in der Galaxis, Bro. Pain und Terror nehmen für die Kalypsos und hohe Einschaltquoten Mordwünsche entgegen. Ich kann dir helfen, nach Carnivora zu kommen. Rein ist eine andere Frage. Kammerjäger, ich weiß, ich muss dir das nicht sagen, aber wir verlieren niemanden mehr. Ich werde nicht ruhen, bis sie sicher zurückgekehrt ist. Das ist schon merkwürdig, Digga. Weißt du, so alle Leute sterben, Roland kriegt so eine Statue und kein anderer irgendwie so. Mein bevorstehender Mord versetzt die Kultisten in Ekstase. Sie kommen mit Armen voller Iridium und brüllen meinen Namen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ich bei diesen Spinnern so beliebt bin. Digga. Man weiß nie, wer einen alles bewegt. Wir wollen dann erstmal eine Pause machen, bevor der Mann die ganze Zeit rumheult, weil er so müde ist. Jo. Ja, dann hören wir sonst erstmal hier auf an dieser Stelle. Bleiben wir einfach mal hier, brauchen wir uns die extra Sanctuary teleportieren, wer auch immer gerade Teleportation einreicht. Ich mach das mal ab. Dann machen wir das nächste Mal weiter an dieser Stelle und dann, Alter, umleuchtet irgendwas rund. Ab. So, das ist heute Ende. Ja, tut mir leid, Leute, aber ich kann heute nicht. Hättest du vorher Bescheid sagen können, wenn du müde bist. Ja, ist, ja Leute, das war auf jeden Fall gewesen. Wir sehen uns dann demnächst, wahrscheinlich morgen oder so. Ja, ich hab vergessen, dass ihr Feiertag habt. Tut mir leid. Das hat jetzt irgendwas dran geendet oder? Keine Ahnung, ja. Auf jeden Fall, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ciao.